Also wir könnten aber schon mal, von mir aus auch hier hinten, das ein oder andere weitere große Wohnhaus bauen. Und, ganz wichtig, eine Goldschmelze. Also Goldschmiede, besser gesagt. Wir können uns auch einen zweiten Brunnen hier. So, guck mal, ob wir hier vielleicht ein bisschen mehr haben als Schwefel. Und du guck mal da oben, bitte. So, du bist fertig. Dann lass jetzt... Nein, mein innerer Monk, den lassen wir jetzt mal in Ruhe. Dann hilf einfach mal hier unten mit. So, hier wäre noch ein Eingang. Vielleicht haben wir hier oben links irgendwie Waffen oder Gold oder so. Das wäre sehr nice, aber zwingend davon ausgehen tue ich nicht. Ja, ich weiß, da fehlt eine Sense. Hier hinten wird, hier fehlt auch eine Sense. Seit einer halben Stunde nicht gespeichert. Die Dramen hören nicht auf. Alle mal wieder zum Turm sammeln, unsere mächtigen T1-Soldaten. Wir könnten schon mal, damit wir göttliche Aufwertung kriegen, den einen oder anderen großen Tempel bauen. Oh Gott, wie viel brauchte ich nochmal? 16? 21? Damit ich zumindest Schwerter und Bogenschützen auf Stufe 3 kriege? Ich weiß es nicht mehr. Da ich aber Ressourcen en masse habe, sollte das kein Problem sein. So, mal gucken, wann hier die ersten Schweinchen rauskommen. Da kommt das erste. Yay! Ja, ich weiß es doch. Was ist jetzt? Kohle! Ja, Mensch, haben wir ja doch mal was gefunden hier. Schön! Wenn davon jetzt noch mehr hier drin wäre, das wäre Töfte. Dann sucht ihr doch mal bitte hier hinten weiter. Schön der Kohlespur hinterher. Weil wisst ihr was? Ich glaube, ich möchte doch eine Schwefelmine machen. Was kriegt denn die Schwefelmine nochmal? Brot? Dem Brot war das einzige, was die überhaupt kriegen können. Brot soll es dann sein. Ich glaube, nur zur Sicherheit mache ich uns schon mal einen zweiten Steinbruch. Nicht, dass irgendwann mal unsere Steinversorgung zusammenbricht und ich das nicht mitkriege. Und wir dann 1000 Baustellen haben, die offen sind, weil den Steine fehlen. Weil Bretternachschub sollte kein Problem sein. Ja, guck, hier haben wir doch Kohle. Sehr schön. Nur die Frage, finden wir hier vielleicht auch Eisen und oder Gold? Ich meine, Kohle ist das Wichtigste, keine Frage, aber ein bisschen was vom anderen zu haben wäre auch nett. Also fürs Wasserwerk ist alles da, für die Goldschmelze ist auch alles da, wunderbar. Und die Mühle hat das erste Mehl gemahlen, sehr schön, das heißt die Brötchen kommen. Das heißt, der Hunger der Kohlemeiner dürfte dann alsbald gestillt sein. I like. So ein gestrandetes Schiff, aber leider keine Waren oder so. Zumindest sehe ich hier aktuell nichts.
So, guck du mal da unten weiter. Du ebenfalls hier unten. So, und siehe da, es wart Goldschmelze. Sehr schön, jetzt gleich werden die ersten Brote ausgeliefert an die Kohleminen. Wunderbar. Ich muss gucken, wie viel Tragekapazität da wird. Wir hätten jetzt 51, die gerade nichts zu tun haben. Okay, das heißt, wir könnten noch einen Moment warten. Andererseits, wir sind ja eh schon dabei, das nächste große Wohnhaus zu bauen. Vergesst, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, wir können uns ja noch Zeit lassen bis zum nächsten Wohnhaus. Aber wir sind ja schon dabei. Hey, hey, hey. Den Berg müssten wir auch mal bald durchleuchten, um zu schauen, was da drin steckt. So, jetzt hast du drei Eisen machen, aber keine Kohle. Das ist natürlich Käse. Warte mal, ich muss ja gucken, wie die Kohle verteilt ist. Nicht, dass jetzt die Goldschmelze alles kriegt. Alter, ey, wie viel hier Kohle brauchen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dinger brauchen Kohle. Ich meine, ich hatte es jetzt nicht mehr so 100%. Ach, guck an das Eisen, yay! Ich hatte es jetzt nicht mehr so 100% auf dem Schirm, aber, dass es 6 sind, meine Fresse. Ich werfe mal die These in den Raum, so viel wie kein anderes Volk. Ist jetzt noch nicht mal so die steile These, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Und da kriegt jemand Kohle, yay! Ich hole die Schaufel nach, ich mache jetzt erstmal die beiden Sensen fertig, dass die beiden Höfe anfangen können zu produzieren. Nicht, dass wir da ins Hintertreffen geraten. Eine Spitzhacke fehlt, die machen wir gleich auch. Aber erst die beiden Sensen, wie gesagt. Ich wollte fragen, ob du nicht ein Bergarbeiter bist, aber du bist ja offensichtlich ein Steinmetz. Und wirst wahrscheinlich losrennen, sobald hier das Gebäude steht. So, eine Spitzhacke und wir machen mal 5 Schaufeln, dass wir zumindest eine gleiche Anzahl haben von Bauarbeitern und Planierern. So, ihr habt nichts zu tun, dann fangt doch mal bitte hier hinten an. Schauen wir mal, ob der vermeintliche Steinmetz losrennt. Hier im Moment. Yes, da rennt er los. Dann würde ich sagen, haben wir schon mal hier und da ein großes Tempelchen raus. Und er buddelt uns das. Ich sollte hier hinten vielleicht mal ein Holzlager machen, dass wir die Transportwege ein bisschen verkürzen. Wobei die ja wahrscheinlich dann... Naja, macht das Sinn? Die werden doch wahrscheinlich sowieso das nehmen, was an den Sägewerken liegt als erstes. Das war doch immer die Prämisse, oder? Oder geht's doch nach Distanz? Weiß man nicht. Zumindest weiß ich es gerade nicht. Aber das muss nicht heißen. Ich weiß ja bekanntermaßen sehr vieles nicht.
3, 4. Und da ist das letzte Brett. 5, sehr schön. Heißt, der Wuselfaktor wird alsbald erweitert. I like. So, dann machen wir doch mal hier ein Gehöft. Wir machen hier ein Gehöft. Dann machen wir... Ja, ich muss gleich nochmal gucken, wo genau die Gehöfte stehen. Das ist nicht, dass ich jetzt zu nah dran baue, weil dann will ich hier schon mal die Infrastruktur legen für weitere Brote. Damit unsere Kohlenminen da auch gut versorgt sind. So, du hast hier schon 8 Goldbarren. Warte mal, wir müssen mal Goldlager anlegen. Da war ja was. So, hier nur für Gold. Ich würde sagen, wir klatschen hier mal die Seite voll. Da auch nur Gold. Ebenso. Ebenso. So, hätten wir das. So, und bald haben wir hier unser Kohleabbaugebiet erschlossen. Und ein bisschen Eisen haben wir auch hier. Das finde ich super. So, wie schaut's denn hier aus? Ihr seid jetzt beide fast voll mit Kohle und Dings. Will ich schon Waffen produzieren? Ich glaube ja. Und ich mach mal hier hinten jeweils ein Waffenlager. Da mache ich hier eins für Schwerter und hier eins für Bögen. Das ist ja ganz richtig. Autorekrutierung aus, dann... Eine Waffenschmiede machen wir mal. Ja, nicht zu weit weg von hier. Machen wir hier oben hin. Und die Kaserne bauen wir auch schon mal, die kommt dahin. Haben wir auf jeden Fall gut zu tun erstmal. Und da passt... Warum passt denn jetzt hier... was soll denn das? Ach, wegen diesem Knick hier oder weswegen? Ich wollte genau hier eine hinsetzen, aber passt nicht so gut. Gut, dann nehmen wir den nächstbesten Spot. Das dürfte der hier sein. Und ihr schaut mal hier hinten ein bisschen mehr, ob wir da nicht noch ein bisschen mehr Eisen im Boden stecken haben. Und du darfst da jetzt mitmachen. Muss ich jetzt nicht mehr so ausgeschlossen fühlen, da ganz oben alleine. So, immerhin ein paar Planierer haben sich schon hier zu den Lagern verirrt. Aber ich glaube, da sollten wir noch mal ein bisschen nachjustieren. Jeweils noch 3 hinterher. So, ihr habt nichts mehr zu tun. Das ist ja tragisch. Dann einmal da hinten lang. Ich hoffe nur, es kommt keiner von den beiden jetzt aktuell auf die Idee, mich anzugreifen. Ich bin nämlich noch absolut nicht einsatzbereit, wie ihr sehen könnt. Wie ihr unschwer erkennen könnt.
So, hier hinten haben wir den blauen schon, okay. Gucken wir, was hier westlich noch ist. Ja, guck, da haben wir noch ein bisschen mehr Eisen. Das sieht doch gut aus.